So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Das letzte Mal haben wir uns hier in den Pyroberg begeben und haben den Absoniten gefunden und so weiter und so fort. Und ich habe zwischen den Parts zwar nicht mein Viech gelevelt, aber zumindest O-Kräfte. Entsprechend knall ich mir jetzt mal eine EP-Kraft 2 rein und prügel diese Träumerin da kaputt. Seit ich erzählt habe, dass ich mich mit Pokémon unterhalten kann, machen sich alle Sorgen um mich. Tja, dann solltest du sowas nicht erzählen. Träumerin Trixie mit einem Fummelpuff. Ja, kacke. Wyvern, willst du da drinnen bleiben? Nein, willst du nicht? Nein, willst du nicht. Ich bin ja immer noch so gut geheilt, meine Güte. So, und ich habe, seit ich Metang rausgenommen habe, nichts mehr gegen Feen im Team. Das ist natürlich perfekt. Die beiden Unlichter darf ich auch nicht reinwechseln. Komm, Lunderkarpf? Wunderkarpf. Los, Wunderkarpf! Du machst das schon. Erstmal das Ding da bedrohen. Oh nein. Ach. Die Attacke wurde stärker, je öfter sie in einer Runde eingesetzt wird, oder? Das, was mit der Anzahl der Runden stärker wurde, war Widerhall, oder nicht? Ja, passt schon. Steinkante! Kill it! Please. Blocks, dankeschön. Tja. Ja, es war irgendwie jetzt nicht so richtig viel Erfahrung. Ich brauch noch einen Trainer. Need more trainers! Du, ihr seid. Ja, wir machen hier eine Mutprobe. Wenn ich meiner Freundin zeige, wie cool ich bin, werden ihre Gefühle für mich bestimmt noch stärker. Oder noch besser, ich verpasse dir eine Abreibung. Cooler geht's gar nicht. Ja. Junges Glück, Ina und Live. Inekoro und Voltenso, meine Fresse, oh nein. Es ist natürlich super, dass ich jetzt Wunderkarpf draußen habe. Ja, kacke. Aha. Und Wyvern kann mit seiner Dampfwalze wahrscheinlich nicht viel anstellen. Ich glaube, wir machen das anders. Habe ich noch ein anderes schwebendes? Nein, habe ich nicht. Dann kommt jetzt Salamander an die Stelle. Und ich hoffe, die Dampfwalze bringt Voltenso um. Ansonsten habe ich ein Problem, weil dann Wunderkarpf tot ist. Mit ziemlicher Sicherheit. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. So rum. Klatsch. Oh, wow. Hahaha. Ich mache mich halt selber auch langsamer. Oh, kacke. Anziehung. Ja. Ja. Oh nein, Brüller. What? Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Wyvern. Nein, Wanda. Macht's nicht viel besser. Dann kriegt das Inekoro erstmal einen Mega-Steigerungshieb. Und das Voltenso kriegt einen Surfer. Weil... Blub. Also Salamander wird's nichts ausmachen. Und Salamander ist trotz minus 1 immer noch schneller als... Wow. I mean... Wow. Really? Achso, ich habe ja auch die anderen alle langsamer gemacht. Vergesst das. Aber trotzdem immer noch schneller als Tohaido. Das ist uncool. Vielleicht muss ich mir einen Speedboost Tohaido noch irgendwie besorgen. Flop. Oder müsste ich Wanda hier rausnehmen? Dann müsste ich zu Wanda 2 greifen. Wanda, willst du ersetzt werden? Würdest du dir was ausmachen, ersetzt zu werden? Nee. Nassschweif, ja, bitte. Ich möchte gerne endlich eine Step haben. Ich hätte ihm Stärke verlernen lassen können. Ja, jetzt wird's interessant. Der Eiszahn ist eigentlich ganz nützlich, aber die Dampfwalze gegen Elektro-Pokémon ist nützlicher. Aber Dampfwalze kann ich im Notfall jederzeit wieder beibringen. Also weg damit. Bam, 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 bam.
Oh yeah, Wyvern erreicht Level 33 und Erdbeben. Nice, kack auf die Dampfwalze. Wie ich im letzten Part schon gesagt habe, ich möchte lieber die Erdkräfte mal noch behalten, weil Scheu und so. Ich muss dann mal gucken, welcher Stat höher ist. Wenn jetzt natürlich der physische Angriff trotzdem noch höher ist. Ja gut, die EP-Kraft hat nachgelassen, ist mir jetzt völlig egal. Obwohl, naja, völlig egal ist falsch. Jetzt ist natürlich die Frage, entwickelt sich es auf 34 oder auf 35? Es fehlen auf jeden Fall fürs nächste Level nur noch 1080. Das wäre ein Trainerkampf. Da brauche ich jetzt nicht das Sonderbonbon raushauen. Das ist sogar ein Doppelkampf da vorne. Doof, doof. Was mach ich denn jetzt mit euch hier? Ich setze einfach mal Wendy nach vorne. Statt Wunderkarpf. Dann erledigt sich die ganze Sache. Niemand ist stärker als wir. Erledigt sich die ganze Sache sowieso von alleine, weil der Zauberschein wird sowieso für das Nötige. Ah, nee, wird's nicht. Flunkiefer. Flunkiefer. Really? Erdkräfte. Mal sehen, ob ich die Runde überlebe. Sieht schlecht aus. Kacke. Ach, Kacke. Ach, Kacke, Kacke. Ja gut, das hat sowieso für beide nicht gereicht. Eisenabwehr, ja süß. Mach halt. Ich greife sowieso speziell an. Ja, dann, ja, Wendy ist schon drinne. Wanda ist eine doofe Idee. Los, Wunderkarpf. Wahrscheinlich hat das Flunkiefer jetzt auch noch Scherenmacht. Ja, hat es. Doof. Wo ist mein Beleber? Da nicht. Da ist mein Beleber. Ich sollte mir neue Beleber kaufen. Oder einfach Wyvern nicht mehr so oft sterben lassen. Blöde Sache. Moment. Du hast gerade die Dampfwalze verlernt. Doof. Nein. So. Zauberschein. Girafarik stirbt schon mal. Hoffentlich. Sollte eigentlich. Es hat mehr als Hälfte Schaden gekriegt. Eben. Und gegen Flunkiefer wurde ein... Ach, gegen beide wurde ein Volltreffer gelandet. Okay. Cool. Nehme ich hin. Doppelcrit. Das ist eigentlich eine Chance von 6,25 hoch 2%, oder? Nein, 6,25% hoch 2, also 0,0625 hoch 2. Das ist nicht viel. Und es entwickelt sich wohl auf 35. Wie viel fehlt dir jetzt noch? Wieder nur noch 2000. Also mit einer EP-Kraft komme ich da locker hin. Schnief. Okay. Seltsamerweise ruft dieser Ort jene Erinnerung zurück, die seit langem entschwunden schienen. Sonderbar. Ja, das habe ich gerade schon. Ja. Mögen sie alle in Frieden ruhen. Seit Jahr und Tag ist dies mein innigster Wunsch für all jene Geschäfte, deren Lebenskreis sich geschlossen hat. Laber mich nicht zu. Seerauch. Ja, komm. Da ja Wyvern jetzt mittlerweile wieder lebt und diese Hexe garantiert Geist-Pokémon hat. Zwei habe ich noch. Es geht doch ohne EP-Kraft. Komm, Bastio. Wyvern, ich glaube an dich. Du willst dich doch sicher entwickeln. Das weiß ich doch. Hexe Pandora mit Schuppet. Schuppet, Schuppet. So, Knacki. Level 34. Ja, da könnte vielleicht... Ach, komm schon.
Alter, ein Crit. Natürlich ein Crit. Klatsch. Und es reicht. Cool. Mal sehen, was jetzt kommt. Ach, das ist doof, dass da ein Crit kam. Xatu. Das werde ich... Also ich würde es one-hitten können, wahrscheinlich. Aber ich will es nicht riskieren. Wanda hat den Raub. Der sollte vielleicht, wenn ich Glück habe, auch reichen. Und wahrscheinlich kommt jetzt eh eine Psycho-Attacke. Oder Flug. Nein, ein Wunschtraum. Okay. Dann hätte ich doch knirschen können. Kacke. Und noch ein Wunschtraum. Ja, cool. Und tschüss. Tausche ich jetzt Wanda noch aus oder nicht? Ja, ich muss gucken, ich muss gucken. Und es hat nicht gereicht für Viron. Für einen Reisenden wie mich sind Pokémon wichtige Weggefährten. Tja. Für mich auch. Glaubst du aber. Das glaubst du aber, Junge. Los, Wyvern. Ja, was mache ich jetzt mit dir, Kecleon? Am besten tauschen, weil ich immer noch nicht viel KP habe. Wundercarp kriegt dann auch gleich noch ein Level ab. Was hast du? Du hast Tarnung eingesetzt. Typ Geist! Ja. Gut. Dann ist das halt so. Diese Umgebung wird also zu Typ Geist. Okay, und das ist doch kacke. Wieso reicht das nicht? Nochmal Tarnung, nochmal Geist. Wenn du sonst nichts Besseres zu tun hast, dann kriegst du jetzt noch einen Eiszahn ab. Der sogar trifft. Cool. Ja, wäre doof gewesen, wenn ich... Wundercarp erreicht Level 36. Und Viveron erreicht Level 35. Damit dürfte sich endlich dann jetzt so langsam mal Viveron auch entwickeln. Ja, danke schön. 35 also, okay. Bam, bam, dam, dam, da, dam, 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 da, dam. Dam, 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 dadam. Und endlich habe ich ein Vibrava. Wyvern wurde zu einem Vibrava. Nein, endlich habe ich etwas, was Fliegen einsetzen kann. Feuerodem, ja, das kriegst du. Das ist speziell und das ist Step und das ist besser als ein Knirscher. Also, naja, jetzt nicht unbedingt besser als ein Knirscher. Jetzt habe ich ihm natürlich auch Stärke beigebracht. Ach, jetzt. Was mache ich denn da jetzt? Ich würde gerne Stärke vergessen lassen und dafür Fliegen da hinsetzen, aber ich möchte das Erdbeben nicht vergessen lassen. Was sagen denn meine Werte? Was sagen die Werte? Wow. Wie ich es gewusst habe, der Angriff ist immer noch höher als der Spätzangriff, trotz Minuswesen. Mano! Vibrava! Why you? Alter Falter! Das Ding ist... Ein Level höher und hat doppelt so viel Spätzangriff wie du. Doppelt so viel Spätzangriff wie du Angriff. Meine Fresse. Das genauso. Sie haben alle so viel und nur du bist so scheiße. Das ist genauso kacke. Mag mal irgendwer vielleicht nachrechnen, was das für ein Angriffswert hätte. So viel EV hat es ja noch nicht gekriegt eigentlich. Aber ich kann ja mal nachschauen, wie viel EV, wie das grob aussieht. Ich bin ja hier schon im Supertraining. Nein! Ich möchte nicht wissen, wie das geht. Ich weiß, wie es geht. Es hat offenbar keine Lust. Ja gut, aber es ist gut gleichmäßig verteilt. Man kann wahrscheinlich so, was weiß ich, 10, 20 EV rechnen. Und ich möchte jetzt nicht das Supertraining machen. Das kennen wir doch wahrscheinlich alle. Wie sieht's bei den anderen aus? Ja, auch durchschnittlich verteilt. Okay.
Gut, Absol hat noch gar keine EV-Verteilung. Ha! Da könnte ich mich drum kümmern. Wanda hat auch noch nicht so viel. Na gut, und du bist wahrscheinlich... Aber es hat noch keins der Viecher die EV komplett verteilt. Ist gut zu wissen, nicht mal Salamander. Ach. Gut, das Ding hat aber auch mehr Angriff als Spätzangriff, wenn ich hier richtig gucke. Wow, Salamander hat weniger EV als Wendy. Krass. Na gut. Ich gehe aber erstmal hoch. Grabinschriften, die beim Vorbeigehen, die dem Vorbeigehenden die erinnerungswürdigsten Taten verkünden, die der verblichene Samt-Pokémon zu Lebzeiten vollbracht hat und deretwegen er der Nachwelt im Gedächtnis bleiben möchte, bezeichnet ihn auch als Epitaph. Ich zermarterte mir auf der Suche nach einem pfiffigen Spruch, der einst meinen Grabstein zielen soll, nahezu täglich mein armes Hirn. Meine bisherige Ausbeute ist leider alles andere als zufriedenstellend. Es gibt einfach zu viel, was ich künftigen Generationen in formschönen Lettern hinterlassen möchte. Ach, ich armer Tropf. Ich gebe dir gleich mal einen Tropf. Na, okay, ich kann das Ding hier nicht einsetzen. Okay. Aber Pokémon gibt's hier trotzdem, oder? Ja, gibt es, ganz offensichtlich. Gut. Nein, das ist viel zu klein. In dem Grab ist nie und nimmer Platz für meinen Pokémon und mich. Selbst für mich allein wäre es ja da drin schon eng. Das reicht noch lange nicht. Okay, und was hast du? Oh, ich sehe da was glänzen. Wozu dient eigentlich diese ledige Fixiertheit aufs Äußerliche? Wenn man das Zeitliche gesegnet hat, zählt das doch eh nicht mehr. Ja, das stimmt wohl. TM 30, Spukball. Cool. Cool. Schutz wirkt nicht mehr. Ach so, ich habe noch Schutz. Ja. Gerne. Mittlerweile dürfte ich ja auch hoch genug sein. Meditales Need gefunden. Nice one. Kann ich auch rumrennen wie irre hier. Na dann. Kann ich ja eigentlich auch hier rausgehen wie irre. Oder so. So. Was gibt es hier? Hier gibt es Medity, wo ich gerade den Meditales Need gekriegt habe. Aber ich habe nicht noch einen Teamslot frei, leider. Ach, ich glaube, ich werde mir tatsächlich noch ein neues Tohido fangen gehen. Oder? Wanda, sag was. Sag mir was, Wanda. Hast du ein gescheites Wesen? Du bist robust. Na, das ist beinahe gescheit. Wie Brava gibt's auch nirgends zu fangen. Ich hab eigentlich jetzt nicht... Mann, oh. Ich weiß nicht, ob ich's behalte. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist ja robust gar nicht so schlecht für Tuido. Naiv oder hastig wäre vielleicht noch besser, aber robust ist schon nicht so schlecht. Moin, Wingull. Und Irrlicht! Irre ich oder liegt das an... Na, nein, ich bringe jetzt keinen Irrlicht-Wortwitz. Der wäre sowieso viel zu schlecht. Ja. Items? Ja, ich möchte bitte nochmal einsetzen, auch wenn hier oben eigentlich keine kommen. Ja, Item. Na? Da. Topfäter. Okay. Den nehme ich doch gerne mit. Und hier gibt es garantiert auch noch was. Yo, ein Hyperball. Auch schön. Bam, 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 okay, das sah jetzt nicht so aus. Aquatische Ereignisse. Gut, aber was hier abgeht, seht ihr ohne Bommel im nächsten Part.
Bis denn dann und see ya!